Moin Freunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. An dieser Stelle möchte ich mit euch über die WWE Live-Veranstaltung von letzte Woche in Leipzig reden. Dort war ich nämlich mit dem guten Kirkus und mit dem Martin unterwegs und das war eine sehr coole Erfahrung. An dieser Stelle möchte ich mich einfach mal bei denjenigen bedanken, die zu mir gekommen sind und ein Foto mit mir haben wollten, die irgendwie wollten, dass ich denen irgendwas unterschreibe. Richtig cool, euch kennenzulernen oder einfach nur quatschen wollten, alles super, oder mir einen Flyer zustecken wollten von der WXW. Gerne, nehme ich alles, ne? Nehme ich alles. Ich blende an dieser Stelle einfach mal ein paar Zuschauerbilder ein. Vielen Dank an alle diejenigen, die mir ihr Bild zugeschickt haben. Falls euer Bild nicht dabei ist, dann schickt mir das doch zu und dann kommt das nochmal im extra Video oder so. Ansonsten habe ich leider keine Vlogs gemacht oder Videos oder Aufnahmen generell zu der WWE Live-Veranstaltung in Leipzig. Dafür aber der gute Perkicks. Der hat nämlich 3 Vlog-Teile hochgeladen und ich bin eigentlich im größten Teil der Videos mit enthalten, weil ja neben Jonathan saß. Da könnt ihr sehen, wie ich voll Headbang hier zu Kevin Owens Entrance sehr empfehlenswert. Ansonsten, ich weiß nicht, ob Martin noch einen Vlog hochlädt oder nicht. Aufnahmen hat er auf jeden Fall gemacht. Und ihr könnt noch die Review anhören mit Perkicks und Martin und mir. 30 Minuten geht die, alles auf dem Kanal von Jonathan. Links alle unten in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze doch mal aus. Und ansonsten nicht vergessen, die aktuellen Hashtag Lappenalarm-Ausgaben auszuchecken. Dort haben wir auch teilweise über die Erfahrungen bei der Live-Veranstaltung in Leipzig gesprochen. Ob ich im Februar bei der WWE Live-Tour dabei bin, weiß ich noch nicht so ganz. Wenn, dann bin ich in Magdeburg dabei. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich dabei sein werde oder nicht. Insgesamt kann ich meine Erfahrung also bei der WWE Live-Veranstaltung in Leipzig als ziemlich cool beschreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nicht vergessen, einen Daumen hoch zu geben, einen Like auszuschalten, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Bis dann, euer Franz, euer Zack. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.